Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist DJ Asoso und heute reden wir über Brandmeldeanlagen. Oh mein Gott! Über was man sich alles Gedanken machen muss oder sollte, beziehungsweise was man im Vorfeld abklären sollte, wenn man eine Veranstaltung plant. Und eine Hochzeit und ein Geburtstag gehört da auf jeden Fall dazu. Deshalb für Sie ganz wichtig, wenn Sie einen DJ buchen, egal ob Sie mich buchen oder irgendeinen anderen DJ, klären Sie im Vorfeld ab, ob in der Halle oder in der Location eine Brandmeldeanlage vorhanden ist und ob diese auch automatisch auslöst und das Ganze an die Leitstelle weitergibt. Denn das ist wirklich ein richtig großes Problem, wenn der DJ nämlich anrückt mit seiner Nebelmaschine und da reichen auch nur geringe Mengen an Nebel aus, um so eine Anlage auszulösen. Und das wird unter Umständen sehr, sehr teuer, wenn dann die Feuerwehr und Rettungsdienst und Polizei und was weiß ich noch alles anrückt. Dem kann man natürlich vorbeugen. Viele Locations haben auch die Möglichkeit, dass man die Brandmeldeanlage abschaltet. Also wenn eine vorhanden ist, dann spricht am besten mal mit dem Hausmeister, ob man in dieser Zeit die Anlage in diesem Ort der Location abschalten kann.